Gottlieb Jakob Planck, Theologe, 1784 bis 1833, Johannesstraße 29. Gottlieb Jakob Planck. Gottlieb Jakob Planck, geboren am 15. November 1751 in Nürtingen, gestorben am 31. August 1833 in Göttingen, war ein evangelischer Theologe und Kirchenhistoriker. Er ist der Urgroßvater von Max Planck. Leben. Planck war das älteste von 16 Geschwistern und besuchte die Nürtinger Lateinschule. Danach von 1763 bis 1765 Klosterschüler in Bebenhausen und Blaubeuren. Studierte dann mit herzoglichem Stipendium bis 1774 in Tübingen Theologie. 1775 bis 1780 wirkte Planck als Stiftsrepetent am Tübinger Stift. Von 1781 bis 1784 war er Prediger und außerordentlicher Professor an der Hohen Karlsschule in Stuttgart. 1784 erhielt er, auf Vermittlung seines Freundes Ludwig Timotheus Spittler, den Ruf an die Professur für Kirchengeschichte in Göttingen. Von 1828 bis zu seinem Tode 1833 war Planck Abt des Klosters Bursfelde bei Hanmünden im Weserbergland. Planck war ein Vertreter des rationalistischen Supranaturalismus. Sein wichtigstes Werk ist die Geschichte der Entstehung, der Veränderung und der Bildung des protestantischen Lehrbegriffs.